Schopenhauer vom Alte. Warum lässt alles, was man sieht, tut und lebt, je älter man wird, desto weniger Spuren im Geiste zurück? In diesem Sinne ließ es sich behaupten, dass man allein in der Jugend mit vollem Bewusstsein lebte, im Alter nur noch mit halbem. Je älter man wird, mit desto weniger Bewusstsein lebt man. Die Dinge gleiten vorüber, ohne Eindruck zu machen, wie das Kunstwerk, welches man tausendmale gesehen hat, keinen Eindruck mehr macht. Man tut, was man zu tun hat, und weiß hinterher nicht, ob man es getan hat. Indem man also das Leben immer unbewusster wird, je mehr es der gänzlichen Bewusstlosigkeit zueilt, so wird eben dadurch der Lauf der Zeit auch immer schneller. In der Kindheit bringt die Neuigkeit aller Gegenstände und Begebenheiten alles zum Bewusstsein. Daher ist der Tag unabsehbar lang. Dasselbe widerfährt uns auf Reisen, wo deshalb ein Monat länger erscheint als 4 Monate zu Hause. Allmählich aber wird, durch die lange Gewohnheit derselben Wahrnehmungen, der Intellekt so abgeschliffen, dass immer mehr alles wirkungslos darüber hingleitet, wodurch dann die Tage immer unbedeutender und dadurch kürzer werden. Die Stunden des Kindes und des Knaben sind länger als die Tage des Alten. Demnach hat die Zeit unseres Lebens eine beschleunigende Bewegung, wie die einer herabrollenden Kugel. Sie verfließt jedem nach Maßgabe seiner Entfernung vom Lebensanfange, die Zeit schneller und immer schneller. Diese Verschiedenheit in der Geschwindigkeit der Zeit hat auf die ganze Art unseres Daseins in jedem Lebensalter den entscheidendsten Einfluss. Zunächst bewirkt sie, dass das Kindesalter, wenn auch nur etwa 15 Jahre umfassend, doch die längste Zeit dieses Lebens und daher die reichste an Erinnerungen ist. Kinder bedürfen beständig des Zeitvertreibes, zockt er, so ergreift sie augenblicklich entsetzliche Langeweile. Auch die Jünglinge sind hier noch sehr unterworfen und sehen mit Besorgnis auf unausgefüllte Stunden. Im männlichen Alter schwindet die Langeweile mehr und mehr, greisen wird die Zeit stets zu kurz und die Tage fliegen pfeilschnell vorüber. Es versteht sich, dass ich von Menschen, nicht von altgewordenem Vieh rede. Durch diese Beschleunigung des Laufens der Zeit fällt also in späteren Jahren meistens die Langeweile weg. Und da andererseits auch die Leidenschaft mit ihrer Qual des Dummen. So ist, wenn nur die Gesundheit sich erhalten hat, im Ganzen genommen die Last des Lebens wirklich geringer als in der Jugend. Daher nennt man den Zeitraum, welcher dem Eintritt der Schwäche oder Beschwerden des höheren Alters vorhergeht, die besten Jahre.
In Hinsicht auf unser Wohlbehagen mögen sie es wirklich sein. Hingegen bleibt den Jugendjahren, wo alles Eindruck macht und lebhaft ins Bewusstsein tritt, der Vorzug. Die befruchtende Zeit für den Geist zu sein, tiefe Wahrheiten nämlich lassen sich nur erschauen, nicht errechnen. Das heißt, ihre erste Erkenntnis ist eine unmittelbare und wird nur durch den momentanen Eindruck hervorgerufen. Sie kann folglich nur eintreten, solange dieser stark, lebhaft und tief ist. Demnach hängt in dieser Hinsicht alles von der Benutzung der Jugendjahre ab. In den späteren Jahren können wir mehr auf andere, ja auf die Welt einwirken, weil wir selbst vollendet und abgeschlossen sind und nicht mehr dem Eindruck angehören. Aber die Welt wirkt weniger auf uns. Diese Jahre sind daher die Zeit des Tuns und Leistens, jene aber die des ursprünglichen Auffassens und Erkennens. In der Jugend herrscht die Anschauung, im Alter das Denken vor. Daher ist jene die Zeit für Poesie, dieses das Alter mehr für Philosophie. Zum Teil beruht dies darauf, dass erst im Alter anschauliche Fälle in hinlänglicher Anzahl da sind. Hingegen ist in der Jugend, besonders auf lebhafte und fantasiereiche Köpfe, der Eindruck des Anschaulichen, mithin auch der Außenseite der Dinge, so überwiegend, dass sie die Welt ansehen als ein Bild. Daher ist ihnen hauptsächlich daran gelegen, wie sie sich darauf ausnehmen. Dies zeigt sich schon in der persönlichen Eitelkeit und Putzsucht der Jünglinge. Die größte Energie und höchste Spannung der Geisteskräfte findet ohne Zweifel in der Jugend statt, spätestens bis ins 35. Lebensjahr. Von da an nimmt sie, wiewohl sehr langsam, ab. Jedoch sind die späteren Jahre, selbst das Alter, nicht ohne geistige Kompensation dafür. Erfahrung und Gelehrsamkeit sind erst jetzt reich geworden. Man hat Zeit und Gelegenheit gehabt, die Dinge von allen Seiten zu betrachten und zu bedenken. Hat jedes mit jedem zusammengehalten und ihre Berührungspunkte herausgefunden. Wodurch man sie erst jetzt so recht im Zusammenhang versteht. Alles hat sich abgeklärt. Deshalb weiß man selbst das, was man schon in der Jugend wusste, jetzt viel gründlicher, da man zu jedem Begriff viel mehr Belege hat. Was man in der Jugend zu wissen glaubte, das weiß man im Alter wirklich. Überdies weiß man auch wirklich viel mehr und hat eine nach allen Seiten durchdachte und dadurch ganz eigentlich zusammenhängende Erkenntnis. Während der Jugend unser Wissen stets lückenhaft ist. Nur wer alt wird, erhält eine vollständige Vorstellung vom Leben, indem er es in seiner Ganzheit übersieht. Wodurch er dann besonders die Nichtigkeit desselben voll
vollkommen erkennt. Während die übrigen stets noch in dem Wahne befangen sind, das Rechte werde erst noch kommen. Im Alter ist mehr Urteil und Gründlichkeit. Den Stoff seiner selbsteigenen Erkenntnisse, seiner originalen Grundansichten, also das, was ein bevorzugter Geist der Welt zu schenken bestimmt ist, sammelt er schon in der Jugend ein. Aber seines Stoffes Meister wird er erst in späteren Jahren. Demgemäß wird man meistenteils finden, dass die großen Schriftsteller ihre Meisterwerke so um das 50. Jahr herum geliefert haben. Dabei nun aber ist andererseits der Stoff, der alle diese Kräfte beschäftigt und die Tätigkeit erhält, also der Inhalt des Denkens und Wissens, die Erfahrung, die Kenntnisse und die Übung und dadurch die Vollkommenheit der Einsicht, eine stets wachsende Größe, bis etwa zum Eintritt entschiedene Schwäche, die alles fallen lässt. Im weiten Sinne kann man auch sagen, die ersten 40 Jahre unseres Lebens liefern den Text, die folgenden 30 den Kommentar dazu, der uns dann den wahren Sinn und Zusammenhang des Textes erst recht verstehen lehrt. Gegen das Ende des Lebens geht es wie gegen das Ende eines Maskenballs. Wenn die Larven abgenommen werden, man sieht jetzt, wer diejenigen, mit denen man während seines Lebenslaufes in Berührung gekommen war, eigentlich gewesen sind. Das Seltsamste aber ist, dass man sogar sich selbst, sein eigenes Ziel und seine eigenen Zwecke erst gegen das Ende des Lebens eigentlich erkennt und versteht. Man erfährt beiläufig, was an einem ist. Man pflegt die Jugend die glücklichste Zeit des Lebens zu nennen und das Alte die traurigste. Das wäre wahr, wenn die Leidenschaften glücklich machten. Von diesen wird die Jugend hin und her gerissen mit wenig Freude und vieler Pein. Dem kühlen Alter lassen sie Ruhe. Und alsbald erhält es einen kontemplativen Anstrich. Denn die Erkenntnis wird frei und erhält die Oberhand. Weil nun diese an sich selbst schmerzlos ist, so wird das Bewusstsein, je mehr sie daran vorherrscht, desto glücklicher. Man braucht nur zu erwägen, dass die Leidenschaften nicht beglücken können und dass das Alte deshalb, weil manche Genüsse ihm versagt sind, nicht zu beklagen ist. Denn jeder Genuss ist immer nur die Stillung eines Bedürfnisses, das nun mit diesem auch jener wegfällt. Ist so wenig beklagenswert, wie dass einer nach Tische nicht mehr essen kann. Viel richtiger schätzt Plato das Greisenalter glücklich, sofern es den bis dahin uns unablässig beunruhigenden Geschlechtstrieb endlich los ist. Sogar ließe sich behaupten, dass die mannigfaltigen und endlosen Grillen, welche der Geschlechtstrieb erzeugt und die aus ihnen entstehenden Affekte einen beständigen,
gelinden Wahnsinn den Menschen unterhalten, solange er unter dem Einfluss jenes Triebes, von dem er stets besessen ist, steht, sodass er erst nach Erlöschen desselben ganz vernünftig wird. Gewiss aber ist, dass im Allgemeinen der Jugend eine gewisse Melancholie und Traurigkeit, dem Alter eine gewisse Heiterkeit eigens ist. Und der Grund hiervon ist kein anderer, als dass die Jugend doch unter der Herrschaft, ja dem Frondienst jenes Dämons steht, der ihr nicht leicht eine freie Stunde gönnt und der Urheber fast alles Unheils ist, das den Menschen betrifft. Das Alter aber hat die Heiterkeit dessen, der eine lang getragene Fessel los ist und sich nun frei bewegen kann. Andererseits jedoch ließe sich sagen, dass nach erloschenem Geschlechtstriebe der eigentliche Kern des Lebens verzehrt und nur noch die Schale desselben vorhanden ist. Ja, das ist einer Komödie gleiche, die von Menschen angefangen, nachher von Automaten, in deren Kleidern zu Ende gespielt wird. Wie dem auch sei, die Jugend ist die Zeit der Unruhe, das Alter die der Ruhe. Das Kind streckt seine Hände begehrlich aus, ins Weite nach allem, was es da so bunt und vielgestaltig vor sich sieht, denn es wird dadurch gereizt. Dasselbe trifft mit größerer Energie beim Jüngling ein. Auch hier wird gereizt von der bunten Welt und ihren vielfältigen Gestalten. Sofort macht seine Fantasie mehr daraus, als die Welt je verleihen kann. Daher ist er voll Begehrlichkeit und Sehnsucht ins Unbestimmte. Diese nehmen ihm die Ruhe, ohne welche kein Glück möglich ist. Im Alter hingegen hat sich das alles gelegt. Teils, weil das Blut kühle und die Reizbarkeit minder geworden ist. Teils, weil Erfahrung über die Welt der Dinge und der Genüsse aufgeklärt hat, wodurch man die Illusionen und Vorurteile, welche früher die freie und reine Ansicht der Dinge verdeckten und entstellten, allmählich losgeworden ist. Doch dass man jetzt alles ruhiger und klarer erkennt und es für das nimmt, was es ist, und man zur Erkenntnis an die Nichtigkeit aller irdischen Dinge gekommen ist. Dies eben ist es, was fast jedem Alten, selbst den von sehr gewöhnlichen Fähigkeiten, einen gewissen Anstrich von Weisheit gibt, der ihn vor den Jünglingen auszeichnet. Hauptsächlich aber ist dadurch dies alles Geistesruhe herbeigeführt worden. Dies aber ist ein großer Bestandteil des Glückes. Eigentlich ist es sogar die Vorbedingung und das Wesentliche desselben. Während demnach der Jüngling meint, das Wunder, was in der Welt zu holen sei, wenn er nur einfach erfahren könnte, wo, ist der Alte von dem allen geheilt und er weiß, es ist alles eitel. Er weiß, dass alle Nüsse
Kohl sind, wie sehr sie auch vergoldet sein mögen. Erst im späten Alter erlangt der Mensch die unmittelbare und feste Überzeugung von der Eitelkeit aller Dinge und der Hohlheit aller Herrlichkeiten der Welt. Es gibt dem Alter eine besondere Gemütsruhe, in welcher er lächelnd über die Gaukeleien der Welt hinwegsehen kann. Er ist vollkommen enttäuscht und weiß, dass das menschliche Leben, was man auch tun mag, um es herauszuputzen und zu behängen, doch bald durch allen solchen Jahrmarktflitter in seiner Dürftigkeit durchscheint. Der Grundcharakterzug des höheren Alters ist das Enttäuschtsein. Die Illusionen sind verschwunden, welche bis dahin dem Leben seinen Reiz und der Tätigkeit seinen Sporn verliehen. Man hat das Nichtige und Leere aller Herrlichkeiten der Welt erkannt. Man hat erfahren, dass hinter den meisten gewünschten Dingen und ersehnten Genüssen gar wenig steckt und ist so allmählich zu der Einsicht in die große Armut und Leere unseres ganzen Daseins gelangt. Gewöhnlich meint man, das Los des Alters sei Krankheit und Langeweile. Erstere ist im Alter gar nicht wesentlich, denn wächst das Leben, so wächst mit ihm auch Kraft und Gesundheit. Und was die Langeweile betrifft, so habe ich oben gezeigt, warum das Alter ihr sogar weniger als die Jugend ausgesetzt ist. Auch ist dieselbe durchaus keine notwendige Begleiterin der Einsamkeit, sondern sie ist es nur für diejenigen, welche keine anderen als sinnliche und gesellschaftliche Genüsse kennen und ihren Geist unbereichert und ihre Kräfte unentwickelt gelassen haben. Zwar nehmen im höheren Alter auch die Geisteskräfte ab, aber wo viel war, wird zur Bekämpfung der Langeweile immer noch genug übrig bleiben. Sodann nimmt, wie oben gezeigt worden, durch Erfahrung, Kenntnis, Übung und Nachdenken die richtige Einsicht immer noch zu. Das Urteil schärft sich und der Zusammenhang wird klar. Man gewinnt in allen Dingen mehr und mehr eine zusammenfassende Übersicht des Ganzen. Die Abnahme der Körperkräfte schadet wenig, wenn man ihrer nicht zum Erwerb bedarf. Armut im Alter ist ein großes Unglück. Ist diese gebannt und die Gesundheit geblieben, so kann das Alter ein sehr erträglicher Teil des Lebens sein. Bequemlichkeit und Sicherheit sind seine Hauptbedürfnisse. Daher liebt man im Alter noch mehr als früher das Geld. An die Stelle des Bedürfnisses zu sehen und zu reisen und zu lernen, ist das Bedürfnis zu lehren und zu sprechen getreten.
Ein Glück aber ist es, wenn man dem Greise noch die Liebe zu seinem Studium, wenn dem Greise noch die Liebe zu seinem Studium, auch zur Musik, zum Schauspiel und überhaupt eine gewisse Empfänglichkeit für dieses Äußere geblieben ist. Was einer an sich selbst hat, kommt ihm nie mehr so zugute als im Alter. Die meisten freilich, welche stets stumpf waren, werden im höheren Alter mehr und mehr zu Automaten. Wir denken, sagen und tun immer dasselbe, und kein äußerer Eindruck vermag mehr etwas daran zu ändern oder etwas Neues aus ihnen hervorzurufen. Zu solchen Greisen zu reden, ist wie in den Sand geschrieben. Der Eindruck verlischt fast unmittelbar darauf. Ein Greisentum dieser Art ist denn freilich nur das Totengesicht des Lebens. Das Schwinden aller Kräfte im zunehmenden Alter ist allerdings sehr traurig. Doch ist es notwendig, ja wohltätig, weil sonst der Tod zu schwer werden würde. Daher ist der größte Gewinn, den das Erreichen eines sehr hohen Alters bringt, das überaus leichte, durch keine Krankheit eingeleitete und gar nicht gefühlte Sterben. Meistens im Sitzen, und zwar nach dem Essen. Oder vielmehr gar nicht sterben, sondern einfach zu leben aufhören. Allerdings hat man, wenn man alt ist, nur noch den Tod vor sich. Aber wenn man jung ist, hat man das Leben vor sich. Doch es fragt sich, welches von beiden bedenklicher sei. Und ob nicht im Ganzen genommen das Leben eine Sache sei, die es besser ist, hinter sich als vor sich zu haben. Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Ein sehr langes Leben zu begehren, ist jedenfalls ein verwegener Wunsch. Denn wer lange lebt, hat viel Leid zu ertragen.